Tagesenergien, 8.3. Ich möchte heute auf das aktuelle Thema Coronavirus eingehen. Und da gibt es vom russischen Heiler Grigori Grabovoi die Heilzahlen. Das heißt, die kann man sich auf den Hand, Fuß, irgendwo auf die Haut schreiben, auf einen Zettel schreiben, die Zahlen sagen, denken. Und diese russischen Heilzahlen schützen laut Angabe von Grigori wirklich vor diesem Coronavirus. Zumindest ist man gut damit abgedeckt, vielleicht besser als mit einer Atemschutzmaske. Und zwar heißen diese Zahlen 53, 73, 54. Ich wiederhole, 53, 73 und 54. Alles Gute und viel Gesundheit. Es ist heute Sonntag, der 8. und der Internationale Frauentag. Vormittags ist der Mond noch im Löwen. Wenn Sie also Frauenideen in der Öffentlichkeit durchsetzen wollen, wäre dies bis zum Mittag viel besser. Danach herrscht die Jungfrauenergie vor und da wäre es dann besser, schriftliche Belange zu erledigen, weil da ist man eher ein bisschen pinkelig und da ist das Schriftliche dann besser. Es ist knapp vor Vollmond und Heilmittel wirken stark. Sie können zum Beispiel Ihren Stoffwechsel mit Eisengrauttee und zum Beispiel 2 Esslöffel auf 1/4 Liter kochendes Wasser und ein bisschen ziehen lassen, sehr gut und stark anregen. Sie sollten leicht essen, vor allem Grünes, Gemüse, Salate, sorgen für Gleichgewicht zwischen Leber und Milz und es reguliert auch Muskel- und Bindegewebe. Auf die Augen wirkt das Grün in der Natur besonders beruhigend, also ein bisschen rausgehen.